So, alles willkommen zurück zu einem neuen Part von Paper Mario. Beim letzten Mal, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Ich glaube, wir sind beim letzten Mal mehr oder weniger ein bisschen länger. Also, wir sind da nur in Totem umgeguckt und haben ein bisschen uns umgeschaut. Nach dem Ort gesucht, wo das Chapter weitergeht. Und einen neuen Orden gekauft. Ne, immer das gleiche Sortiment oder ist ein anderes? Aber genau das gleiche Sortiment. Und ja, jetzt suchen wir weiter, nachdem man wo das Chapter weitergeht. Es sieht ganz egal, wie viel sprechen muss. Ist beim Motor gar nicht gut. Ich glaube schon. Ich habe dann meine Erinnerung, haben wir irgendwas mit dem Zug geht zur Wüste. Also sagen wir die Treppe 2 dann zur Staubtrocknen wirst. Ja, schon wofür diese Dinge existieren, habe ich bis heute noch nie gecheckt. Ich liebe Konsoliten. Ich liebe dich, du willst etwas über sie erfahren. Ja. Und übrigens scheue und geheimnisvolle Wesen, die aus Eiern schlüpfen. Die sind sehr schreckhaft und laufen davon, wenn du ihnen zu nahe kommst. Betrachte sie von hier aus. Es gibt viele verschiedene Sorten, die sind leicht zu unterscheiden. Weiße, schwarze, sogar goldene und silberne. Wenn du es über einen frisch geschlüpften Konsoliten erfahren willst, dann frag mich nur. Ich wünsche die Welt voller Konsoliten. Das wäre großartig. Wie viel kostet das denn? Gegen Backenmedizin. Ja, das ist die Schlange in der Hand, damit sie schlüpfen kann. Versuche erst, wenn welche Art von Konsoliten schlüpfen wird. Er freut sich an den nächsten Konsoliten. Willst du es ihnen eigentlich so gleich laufen, alle Konsoliten davon? Es ist ganz nur Just-Verfahren oder wie? Und hat keinen Effekt. Könnt ihr mal in den Kommentar schreiben, wenn ihr es wisst, ob das wirklich einen Effekt hat oder einfach nur Just-Verfahren ist. Ich werde so schnell nicht herausfinden können. Ich bin ruiniert, weil ich am Ende ein riesiger Felsbrocken versperrt stecke. Als der Pilzblast aus der Erde gesessen wurde, fiel eine Felsblöcke von diesen Haufen herunter und landete genau hier. Was für ein Pech. Wenn nicht bald was unternommen wird, können wir nicht zum Klippenberg fahren. Du, ich hab da eine sehr bombige Partner dabei. Die wird sehr gut, die wird dir sehr helfen können. Nein, bombige Partnerin. Vielen Dank, Mario. Der Zug kann uns wieder fahren. Bitte einsteigen, der Zug zum Klippenberg fährt ab. Kommst du auch mit, Mario? Ja. Der Zug fährt gleich ab, du sollst schnell einsteigen. Hinsetzen, Herrschaft, wir fahren nun zum Klippenberg.
Ich liebe Pepe Mario einfach. Es hat so seine komplett kuriosen Momente. Sehr lustige Momente wie dieser hier gehört. Kapitel 2: Wie der Wind der Wüste. Kleppenberg, Kleppenberg. Was ich in Richtung Stabzocken, die Wüste oder Stabzocken und Vorposten werden gebeten, von die Halsche aus dem Kleppenberg zu überqueren. Okay. Die Bahn ist wieder in Betrieb. Puh, das wurde auch Zeit, endlich kann ich wieder zurück nach Tautan. Wie lange warst du denn schon hier, Taut? In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Oh, hi. Wenn du in die Stabzocken in der Wüste willst, musst du zuerst den Kleppenberg überqueren. Frag den Pfeil auf den Weg weisen, mich nicht zu verirren. Viele fruchtigen Wesen bevölkern die Gegend hier. Sofern du nicht äußerst zur Vorsicht walten lässt, kannst du ganz schnell eine Abwerbe bekommen, die du so schnell nicht vergessen wirst. Wenn die Lage aussichtslos erscheint, sollst du besser davonlaufen. Ich zumindest würde das tun. Nee, wir sind harte Burschen. Oder Leute. Wir schaffen jeden Kampf. Hoffe ich. Glaube ich. Also das Geld aus den Büschen holen. Wie auch immer die da. Ja, ich weiß nicht, welcher Vogel da denn es hatte, aber das Eigel ist mir. Kommt schön an meine Pfanne dann danach. Ich habe den Klippenberg einmal eine Kreatur gesehen, die man Wacker nennt. Der war vielleicht süß. Ah ja. Wieder diese harten Steine, die wir nicht zerstören könnten und zum Hammer. Ich hoffe, wir kriegen bald irgendwas, womit wir die zerstören können. Verstärkten Hammer oder was weiß ich. Heilung. Ja. Heilung. Ah, nein, verpflicht. Wo kann er nur sein? Autsch. Oh, Verzeihung, Leute. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich war auf der Suche nach etwas und habe nicht aufgepasst, wo ich hinfliege. Moment mal, das ist nicht Mario? Doch, du bist es. Du bist der Mario. Ich grüße dich. Mein Name ist Park Harry. Ich bin ein Briefträger. Normal bin ich die Zuverlässigkeit in Person, aber momentan habe ich ein Problem wegen eines verlorenen Briefes. Ich muss ihn irgendwo auf dem Klippenberg verloren haben und jetzt kann ich ihn nicht mehr finden. Sollte irgendwo über einen Brief stolpern und sag mir doch bitte Bescheid, mein Schaff steht aus dem Spiel. Zwischen werde ich ja weiter suchen. Mach das, Brudi. Wir werden den neuen Brief schon finden. Ganz sicher. Und da geht's nicht hoch. Okay. Das ist so eine Art Rutsche, glaube ich. Ja, ja. Wie auch die Eltern damals, als mein Kind war, sagten. Niemals Rutsche von vorne nach oben gehen. Könnte uns gefährlich ausgehen. Sagt derjenige, der das für sehr aufgetan hat. Montys. Stirb, Monty. How dare you? Boom. Okay, der ist tot. Sieht wirklich was aus, um mit Gobari die Bombe skillen zu können. Shit, zu viel gedrückt. Erstmal scannen. Da ist ein Monty Marwurf. Monty Marwurf werden gerne mit Felsbrocken. Ach nee, das habe ich gerade gesehen. Max Lacker wird da Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Irgendwie haben sie Frucht im Füßen ihre Gesichter. Aber eigentlich sind sie eher schwach. Vielleicht tragen sie ein Sonnenbild, weil sie sehr lichtempfindlich sind, oder ist es gerade modern? Beides dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist beides. Boom. Bam. Nice. Boom. Eine Falle war das. Das war eine scheiß Falle, Alter.
Gibt es nur Schäfchen? Nicht mich verarschen. Ah ja, dann kann ich jetzt stimmen. Was bist du für ein Vieh? Waka, ich bin Waka. Ein weiterer Postkarten, ein schöner Tag auf dem Klippenberg. Der Sonnenschein und die frische Luft, alles so schön. Waka, du. Waka, auch, schlag mich nicht. Was hast du erhalten? Waka Kick ausgezeichnet. Das Ding kickt wirklich. Stellt 25 KP und 25 BP wieder her. Das ist ein sehr wertvolles Highlight-Item. Oha. Das sollte ich so lange bei mir behalten, wie es geht. Würde ich nur den äußersten Notfall nutzen, glaube ich. Aber die Waka sind echt süß. Ich muss jetzt absafen und weiß nicht, was kommt. Und wenn ein Speicherblock da sind, dann hätte man meistens nichts Gutes. Ja, ich sehe, dass nichts Böses bedeutet. Sind das zwei oder was Ganze? Nein, ja, 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 ja. Hier ist wirklich Monty-Action angesagt hier. Da komme ich nicht drüber so schnell, glaube ich. Ach nee, ich bin dumm. Ich bin so ein Vollhorn. Nein! Gumbario, Schnauze! Ich bin so ein Vollhorn, ich habe ja Cooper. Der kann den Beef hier holen. Ich Vollidiot. Nö? Ja. Lass uns gerade halt Beef ausgehen. Beef am Meer und in Toad Town. Ah ja. Bam. What? What the? Das Ding lebt noch? Will nicht auf ihn drauf springen. Kirk. Der hält 2 Damage aus? Brudi, wie soll ich den töten? Wie soll ich den umbringen? Wie soll ich den umbringen, wenn er 2 Damage aushält? Max, ich habe 2 Angriff auf 2 Verteidigung, 2, ja. Ihr Spezialität ist es, sich als Verhältnis auszugeben, als Pass, wo du hintrittst. Wenn du auf viele Sachen springst, warst du sehr wütend. Manchmal ist es mutiger, es weiter zu suchen. Ja, merke ich. Und ich muss jetzt mal kurz essen. Und ich gehe jetzt mal kurz weg, ne? Man sieht sich. Ja, Freunde, bin wieder da. Will ich vielleicht mal den Kuh betanken? Danke von dem Bombettchen vielleicht. Wo ist es wert, oder? Bombe. Yes! Oh, Bombett, du Ehrenbombe. Wo einer war, könnten noch mehr sein. Ah, ja. Ja. Wir sind tatsächlich meh. Ja, weh. Ah ja, ein Sternsplitter. Kann ich da töpfen? Hm. Ach ne, hier doch, glaube ich, ne? Ja. Ich kann hier zurückgehen, ne? Ich habe das, was ich gesucht habe. Nach dem Brief. Wir sind tatsächlich 3. Anscheinend. Ja, moin. Okay, man hört es nicht draußen, aber draußen mäht irgendeine Rasen. Und ich hoffe, man hört es jetzt nicht im Video. Wäre sonst ein bisschen ärgerlich. Ja, warte zuerst mal.
kurz healen. Oh, da ist ein Rätsel, dass du ihn für mich gefunden hast. Ich bin so erleichtert. Eigentlich suche ich auch noch nach zwei weiteren Briefen, die ich verloren habe. Das war nicht meine Schuld, ehrlich. Wenn ich sie finden würde, dann ich danke euch vielmals. Oh Gott, ey. Ist das etwa derjenige aus der... Ist das etwa derjenige, der in der Deutschen Post arbeitet, oder... Sind es zwei oder sind drei? So, ich bin doch vergessen. Hui! Da komme ich nicht drüber, geil. Also wahrscheinlich war kein Wiffel und irgendeine Blume. Eine random Blume, die sehr auffällig wirkt. Oh no. Gib mir Beef an Kumpapa. Ein Gummerfurt. Gib mir. Da komme ich mich nicht über. Ich nehme das einen von zwei noch gefunden. Und noch den anderen finden. Der, wo weiß ich, ist. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wo der Weg zu ihm ist. Hier, runter durch der Rutsche, okay. Okay. Was ein Rutsch. Die wurde, glaube ich, nie vom TÜV geprüft. Shit. Ja, ich bin kein Komplett. Okay, Bombett. Schade. Nein, ich wollte es nennen. Bombe. Schalte erstmal Kirk aus. Bam, 100%. Ich schalte jetzt noch einen Monty aus. Nice. Shit. Feuer lernen, komm. Bombett. Bam. Ja, diese Monty ist auch Geschichte. Und, Freunde, ärgert es in Pet Mario oder anderen RPGs auch so, wenn ihr Gegner nicht ausweichen könnt, weil ihr entweder so dumm seid dafür, oder die Gegner so wahnsinnig schnell wie dieser scheiß Idiot. Ich glaube, dafür hat man ja eine Bombe parat. Wie Link so sagen, wie Link sagen würde. Wie ein gewisser Link aus Zelda sagen würde. Bam. Brauche ich diesen Kirk nicht mehr, sonst habe ich ein Problem, weil jetzt habe ich nicht mehr mit BP und ich habe keinen Bock. Es ist unnötig, irgendwelche BP-Items zu verschwenden, um die wieder aufzuladen. Pilz, nice. Die dürfen von mir aus nicht erinnern, aber kein verdammter Kirk mehr, bitte. Und dass da nichts dahinter ist, wundert mich. Gehst du runter? Ja, da geht er tatsächlich runter. Och nee.
Nein! Was? Ich kann auf die drauf hüpfen? Nö. Ich muss meine Scherzen mit Blitz verschwinden lassen, solche Möglichkeiten. Ach komm, ich muss, ich jetzt wirklich ein BP aufladen. Bomben finde ich die Idioten. 100% nice. Scheint es nicht, wahrscheinlich die Piste einfach in die Tour. Da ist eine Fragezeichenbox, wo man die Münze sind, war geil. Genau, wird das so schön. Zum Brief. Brief an Colorado. Hast du halt einen Brief ausgezeichnet? Ah, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ah ja, hier. Dann gehen wir zurück zu Paracarry. Das ist wahrscheinlich der Rückweg. Ich dachte, ich bin. Der hat hier so Fragezeichen. Wo ist denn hin? Ich bin ein Monster und ich sehe nichts wegen meiner Brille. Ich hoffe, dass es der richtige Weg für dich ist. Nice. Hier gibt es eine Fahrzeugbox zum Speichern. Diesel. Gibt es irgendeine Fahrzeug? Ja, hier. Okay. Dann würde ich diesen Part hier beenden. Hallo, danke. Hallo Mario. Das ist doch nicht die Scheißbox. Ja, man sieht sich und...